Alle da, diese da. Ein Wolf, eine Mutter, ein, keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Kann man das noch irgendwie drehen? Ich will das drehen, Mann. Euch auf Naja. unsere Hauptmission. Wir suchen nach der Krone. Was Nehmen wir ist das das? Vieh. Eine Steinklaue? Ich frage mich, wozu die wohl dienen mag. Dazu. Was haben wir denn hier in der Urne drin? Gold. Aber zunächst einmal möchte ich noch was ausrüsten, weil ich glaube nämlich, wir haben kein Amulett an. Wir haben nur einen Ring an und eine silberne Saphir-Halskette, die uns nichts bringt. Nicht, die werden wir anlegen. So. Nein, ich will kein Leinentuch. Ich will immer noch kein Leinentuch. Nein. Nö, nö, nö. Ich habe da, ihr seht schon, ein ganz, ganz mieses Gefühl. Gut gemacht. Geh hoch. Ja. Dann mal los, Soldaten. Verteilen. Schauen wir mal, was wir da haben. Oh. Tut, was ihr am besten könnt, Hilfssoldat. Sucht nach Sterben. einer Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Du solltest da vielleicht runtergehen. Geh ganz schön tief darunter. Wie läuft's? Habt ihr schon etwas gefunden? Ja, klar. Ich habe dich zwar 2 Sekunden angestarrt, aber ey, der Weg ist schon rausgefunden, also. Ist doch easy, wir gehen hier direkt durch die Wand, oder? Selbst davon. Sucht weiter. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Tor zu öffnen. Halt die Backen, Fräulein, ey. Sonst scheppert's gleich. Oh, Eisendolch. Oh, Granatsteine. Die sind wertvoll. Das sieht mir so noch eine Geheimtür aus. Alter, das ist jetzt gut da unten. Ich schieße gleich die Pfeile in den Arsch. Blöde Kuh, ey. Dietrich, Gold und Zaubertrank. Sucht weiter. Es muss eine Möglichkeit. Gut, Zack. Dann mal. Ja, Leute, wir haben noch einiges. Und bleiben, Soldaten. Wir haben schon schlimmer. Treffer. Treffer. Danke. Folgt mir. Mal sehen, wohin uns dieser Weg führt. Hey. Lass mich da erstmal hier looten. Oh, diese nordischen Zwerge, die sehen richtig geil aus, ohne Witz. Die Echse sehen dann nicht so toll aus, aber die Zweihänder? Wow. Achso, hier sind wir ja auch. Hoppala. Alte Nordpfeile. Die sind auch richtig stark, ey. Die bewahre ich mir gerne für die Drachen auf. Im Moment. Okay, die anderen brauche ich ja nicht. Oh, die sehen so geil aus. In den habe ich 2 Pfeile eingeschossen? Ach du Kacke. Naja, schauen wir mal, wohin es der Weg führt. Ich sage, wir treffen noch alles. Spinnen, Trauger, Riesen, Mammut, Wölfe. Whatever. Dieses Klingenziehen hört sich wirklich fast real an, ey. Ohne Witz. Die Krone sollte hier irgendwo sein.
Verteilt euch und haltet die Augen offen. Ja, ja, hilf da, such mal. Alter. Du Arschloch, gefällst mir nicht. Hey, ich hab hier auf dieser Leiche eine Krone gefunden. Ist es die, die wir suchen? Das ist keine Leiche, du Idiot. Ich hab jetzt nicht gerade Ricke getötet, oder? Ja, okay, Glück gehabt. Hart war es nicht, nee, Hart war es nicht tot. Oh, eine beschlagene kaiserliche Rüstung, die ist sogar noch gut. Stahlpfeile. Ja, ja, ich leg die Axt ja schon wieder ab, Mann. Ich will die eh nicht mitnehmen, ey. Oh. Leck mich am Arsch. Nein, Mann. Alter, die lege ich doch direkt an. Scheiß auf euch. Nehmt diese Krone mit zurück nach Einsamkeit, Soldat. Boah. Wir bleiben hier. Mal schauen, ob wir noch etwas Nützliches finden können. Hartwar, du siehst so tot aus. Was ist los? Hä? Okay. Ah. Wort der Macht gelernt. Zeit, Zeit verlangsamen. Cool. Ew. Klar, gehen wir noch in den Tempel. Jetzt, wo wir alleine sind, können wir noch ein paar Schwinden antreffen. Mhm, klar. Danke, Arschlöcher. Könnt mich doch mal, ey. Ach nee, ja, auch rein. Irgendwie. Das kommt mir bekannt vor. Also müssen wir wahrscheinlich hier lang. Ach ja. Hi, Freunde. Freunde. Freunde, Freunde. Raus hier. Zurück nach Einsamkeit. Sehr schnell raus hier. Himmelsrand, auch altes Königreich oder Vaterland genannt, war das erste von Menschen besiedelte Teil, der erste von Menschen besiedelte Teil Tamriels. Verfasser unbekannt, die Provinz von Tamriel. Mhm. Cool. Na komm, weil so schönes Treffen jetzt mit Sicherheit noch auf den Drachen. Hä? Kein Drache? Irgendwie ein Drache in der Nähe? Nö. Gut. Karte. Wir müssen jetzt, wollen jetzt sowieso nach Einsamkeit, weil wir danach nach Riften reisen. Ja, schnell nach Einsamkeit. P.
Pelagius der Dritte, manchmal auch Pelagius der Wahnsinnige genannt, wurde im 145. Jahr der dritten Ära zum Kaiser ausgerufen. Ja. Das sind gute Nebeninfos, ja. Ach, Mann. Ich meine, ich liebe dieses Spiel jetzt, ohne Witz. Also, das Spiel ist endgeil gemacht, ja, aber das Einzige, was ich in keinem Spiel haben kann, sind Fatten.